Das schönste Zeichen der Anerkennung ist im Prinzip das Gefühl, dass man etwas Gutes getan hat für die Eltern und natürlich auch das Baby. Das Gefühl der Freude und der Dankbarkeit, das einem entgegenkommt, ist für mich der größte Stolz und die Dankbarkeit, die man sich vorstellen kann. Es gibt verschiedene Untersuchungsmethoden, die zur Sicherheit in der Schwangerschaft beitragen. Ein wichtiges Instrument ist die Ultraschalluntersuchung. Neben dem Ultraschall haben wir moderne Techniken der genetischen Untersuchung, zum Beispiel die Fruchtwasserpunktion, aber auch Plazentapunktion und daneben natürlich die normalen körperlichen und klinischen Untersuchungen der Schwangeren. Schwangere Frauen haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich auf die Geburt vorzubereiten. Dazu gehören Kurse mit der Vorbereitung auf die spontane Geburt, Kurse über den Kaiserschnitt, Wochenendkurse, wo der Vater mit einbezogen wird. Die Einrichtung unserer Gebärsäle mit all ihren Hilfsmöglichkeiten ist so gestaltet, dass wir ein Höchstmaß an Individualität bieten und jede Frau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt Hilfsmittel verwenden kann. Keine Geburt gleicht sich der anderen. Jede Mutter darf selber entscheiden, inwieweit sie welche Schmerzen aushalten möchte. Es gibt verschiedene Hilfsmittel und Möglichkeiten, um ihr da zu helfen. Es ist auch unser aller Wunsch, dass wenn die Patienten den Gebärsaal verlassen, spüren, dass da ein Geburtshilfeteam für sie zuständig war. Es ist auch für mich immer wieder ein sehr emotionaler Moment, wenn ich miterleben darf, wie die jungen Eltern ihr eben geborenes Baby im Arm halten und glücklich sind. Bei uns fühlt sich die ganze Familie wohl, der Vater sowie auch die Geschwister. Sie erwartet hier eine moderne Infrastruktur, eine ganzheitliche, patientenorientierte Pflege, ein freundliches, helles, warmes Ambiente. Den Müttern und den Kindern wie auch den Vätern soll es an nichts fehlen. Wir zeigen oder erlernen den jungen Müttern, wie sie mit den Babys umgehen sollen, damit sie, wenn sie nach Hause kommen, wirklich sicher sind und mit dem Baby optimal umgehen können. Unser aller Ziel ist, dass die Frauen unseren Gebärsaal verlassen und sagen, es war ein schönes Erlebnis und ich komme gerne wieder.